Ulrike Zickel arbeitet für die MEC Schweizer, eine regionale Vermarktungsinitiative in der sogenannten Mecklenburgischen Schweiz. Zweimal die Woche fährt sie von Hof zu Hof, um bei den regionalen Erzeugern Lebensmittel zu kaufen. Käse, Quark und Joghurt stehen auf Ulrike Zickels Einkaufsliste. Vielen, vielen Dank. Ja, ebenfalls. Fea Nissa Spindler hat hier in Drenkow einen Demeterhof aufgebaut. Die hofeigene Käserei haben sie gerade erst modernisiert. Wir haben heute Morgen gerade die frische Milch in den Kupferkessel gelassen. MEC Schweizer versuchen ja, die Lücke zu schließen, die nie geschlossen werden konnte. Es gibt Dorfläden, es gibt Bioläden, aber die zu erschließen hat sich für uns vorher nie gelohnt. Also wir müssen einfach viel zu lange fahren. Und dadurch, dass MEC Schweizer versucht, die Lieferketten zu schließen, können wir auch erst mal richtig nach MV vermarkten überhaupt. Damit heimische Produkte auch im Land bleiben. Dafür macht Ulrike Zickel sich auf den Weg. Ich freue mich, dass ich auch sehe, dass immer mehr junge Leute sich dafür entscheiden, keinen Bürojob zu machen, sondern wieder die harte Arbeit auf dem Feld an der Kuh. Und das erfordert so eine Menge Mut. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Grund, warum wir das auch machen, um das sichtbar zu machen, was hier für tolle Projekte sind. Ulrike Zickel macht sich auf zum nächsten Produzenten mit ihrem Elektroauto. Eile mit Weile ist dabei ihr Motto. Da muss ich wirklich drauf achten, weil hier in der Region sind noch nicht so viele Ladesäulen und ich muss langsam fahren. Ich muss auf dem Hinweg schon so fahren, dass ich auch noch zurückkomme. Gessin in der Mecklenburgischen Schweiz ist das Hauptquartier der MEC Schweizer. Den Strom für ihre Touren mit dem Elektroauto holen die MEC Schweizer von ihren Dächern. Die frischen Lebensmittel aus der Region, die sie bei den Produzenten abgeholt hat, landen im Fredbüdel, einer regionalen Abotüte. Wenn man weiß, wo es herkommt und die Geschichte dahinter kennt, die Person, ne? Hinter jedem Produkt ist eine Familie, die das macht oder eben junge Leute oder welche, die das in Tradition schon über Jahre machen. Und das ist einfach, erzählen wir mit jedem Produkt mit, das wir in den Büdel packen. Die regionalen Lebensmittel werden dann nach Hause geliefert. Lokale Produkte sind nicht nur ökologischer, sondern auch eine Marktlücke. Antrieb genug für die MEC Schweizer, sich jede Woche in ihre Elektroautos zu setzen und frische aus auch in die Nachbarschaft zu bringen.